Hallo liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es um E-Mobilität, zum Beispiel wie E-Scooter, Autos, Motorräder, um Reparaturen, Basteleien und alles, was im Haushalt oder ich mir so kaufe oder irgendwie erwerbe, um euch vorzustellen und zu testen. Viel Spaß bei dem Video. Dann ab dafür! Der kleine Reichweitentest mit dem Vimex VX2 bei besserem Wetter, schöneren Bedingungen. Nach dem Vergleichstest zum SO4 Pro, erste Generation, eine andere Strecke. Diesmal auch der Reichweitentest GPS gemessen. Wir müssen natürlich zum GPS-Ergebnis dann so 2 Kilometer dazu rechnen, weil das war der Weg von zu Hause, von mir bis zum ersten Mal, wo ich eigentlich den GPS eingeschaltet habe. Aber das ist ja kein Problem, das können wir ja dann machen. Ich werde immer mal wieder so zwischendurch mal die Aufnahmen starten und dann auch wieder beenden. Will ich die ganze Zeit durchfilmen. Deswegen aber keine kein Zeitraffer laufen lassen, weil ich das dann natürlich auch immer ein bisschen kommentiere. So, das ist der Todesberg im Dafilbel. Sehr lang gezogen, sehr steil. Deswegen mal ein guter Test für den Vimex. Schauen wir mal, was er kann. Das ist nach 6,3 Kilometern. Mit den 2 Kilometern sind wir jetzt schon 8,3 Kilometer gefahren. Da muss ein Radfahrer schon strampeln. Und wir fahren hier mit 20 km/h hoch, GPS gemessen, ohne zu strampeln. Das ist ein Rennradfahrer, der strampeln muss. Ich stehe mit meinen 120 Kilo hier locker, plus minus Periode, locker drauf. Und werde hier hochgezogen. Also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, wie das der Vimex VX2 macht. Also er hat eine Hammerleistung und er macht das wirklich wunderbar. Ja, super Scooter, eine super Leistung. Und für Schwergewichte für mich einfach nur eine Kaufempfehlung. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem SO4 Pro Generation 1 oder Generation 2, der Pro ist natürlich stärker, definitiv, er hat mehr Kraft. Aber ich würde mich trotzdem für den Vimex entscheiden. Ja? Weil das vollkommen ausreichend ist, was der Vimex an Kraft hat. Dafür hat er mehr Reichweite, größeren Akku. Es gibt ihn jetzt natürlich auch kleiner. Das kleine Modell würde ich nicht unbedingt kaufen. Wenn, dann würde ich ab 13,5 Amperestunden kaufen. Und da ist für mich aktuell, der Vimex ist für mich aktuell die Nummer 1. Ja? Aber ganz dicht gefolgt vom SO4 Pro, weil es immer noch das Bergmonster ist schlechthin. Am Berg macht dem SO4 Pro keiner was vor. Bis jetzt. Allein durch seinen Planetengetriebe. So,
mal ein kleiner Zwischenbericht. Also wir sind immer so zwischen 100 bis 160 Höhenmeter unterwegs. Also aktuell sind wir auf 155 Höhenmeter. Das GPS sagt 9 Kilometer sind wir jetzt schon gefahren. Natürlich plus 2, ne? Also 11. Immer die Strecke von zu Hause. Bisschen Vergleichsfahrt berechnen, ne? Also da hatte ich die GPS noch nicht an. Also plus 2. Also sind wir jetzt 11 Kilometer gefahren. Und wir haben 3 Balken verloren, akkumäßig, aber sind noch über halb voll, laut Angabe, aber das ist sowieso nur so eine Schätzanzeige. Ich weiß, ich komme über 30 Kilometer mit ihm weit, das habe ich ja schon im Kalten bewiesen. Und deswegen mal sehen, was er heute schafft. Und jetzt fahren wir erstmal Richtung Bräuningsheim ins Neubaugebiet und gehen ein schönes Eis erstmal essen. Und dann fahren wir weiter. Schaltet euch dann wieder dazu. Ja, ich halte euch mal wieder hier dazu. Jetzt kommen wir wieder. Wir fahren an die Stelle ran, wo ich das letzte Mal hingefallen bin. Ja, und mich da wirklich böse an der Brust verletzt habe, was ich alles viel später gemerkt habe, wo ich dann auch ins Krankenhaus musste. Wir fahren jetzt genauso, wie ich das letzte Mal gefahren bin. Also so bin ich da auf die Kurve zugefahren, die natürlich total verschlammt ist, weil wir sind ja hier im Feld unterwegs. Und da war der Schlamm auch noch feucht. Ja, und dann war halt das Problem, dass ich dann schön über den Schlamm weggerutscht bin und hat mich halt voll auf die Brust gelegt, wie jetzt auch dann mit Kamera. Und die Kamera hat natürlich ihr Übriges getan, weil sie auf die Brust geschnallt ist und hat dann wie so eine Faust oder wie ein Stein in meinen Brustkorb gedrückt. Ja, genau aufs Steißbein und hat ordentlich wehgetan. Also hier um die Ecke. Und dann hier in dem Schlamm, der jetzt total vertrocknet ist, der noch nass war, voll ausgerutscht und bapp, hat es mich hingelegt. Die Kamera hat es leider dann nicht aufgezeichnet, weil kurz davor hat sie eine neue Datei angefangen. Weil die Kamera nimmt immer so 5-Minuten Dateien auf, speichert die dann ab und dann fängt sie neue 5-Minuten Datei an. Und die war dann beschädigt und leider, weil der Sturz so direkt auf die Kamera drauf war, was auch die Linse gefetzt hat und alles, dass sie da halt dann die Datei nicht speichern konnte. Also leider der Sturz nicht mit drauf ist. Aber ich wollte ja auch hier den Berg hochfahren und mal sehen, wie er performt. Also er zieht mich laut GPS hier mit 20 km bis jetzt hoch. Ja. Auf dem Taro vom Scooter stehen 22, 23. Das ist halt immer diese unterschiedlichen Werte, GPS und Anzeige vom Scooter, ob in der App oder auf dem Display. Der Scooter scheint meiner Meinung nach immer ein bisschen mehr anzuzeigen, als er wirklich fährt. Aber er hat uns hier wunderbar hochgebracht, wie ihr gesehen habt. Mit lockeren 20 km laut GPS und jetzt beschleunigt er sogar auf 21. Also die Kraft von dem Scooter ist absolut da, der macht einfach einen super, super Job. Mal sehen, es geht natürlich dann nur bergab. Hier seht ihr mal die schöne Aussicht wieder. Es geht natürlich nicht nur bergauf, meine ich, nicht nur Steigung, sondern auch bergab, also dass er auch rekomperieren kann, was er auch tut. Die Software ist natürlich jetzt nicht eingeblendet, weil ich jetzt hier GPS messe, die ganze Zeit. Aber ihr könnt mir vertrauen, das ist so, er rekomperiert, wenn er bergunter bremst. Ja? Da bremst er einen so leicht ein, rekomperiert, aber bremst auch nicht zu stark. Man kann auch weit auch schneller den Berg runterrollen, über 30 km/h, ist auch kein Problem mit dem Scooter. Aber man kann auch rekomperieren. Ja, also das geht auch und deswegen ist dieser Test dann auch GPS gemessen auch wirklich aussagekräftig. Also jetzt sind wir so 32, 33 km/h schnell, 36, kein Problem mit dem Scooter. Und jetzt geht es hier wieder hoch und dann geht es Bräuningsheim Neubaugebiet rein. Und ja, und dann mache ich mal eine kleine Pause und mache mal ein Eisesse. Ja, und dann sehen wir uns später wieder. Mal sehen, wie weit wir kommen. Jetzt haben wir aktuell 13 Kilometer runter, kann man sagen. Und nur noch 3 Balken übrig. Aber wie gesagt, das sagt noch nicht viel aus. So Leute, wir sind immer noch unterwegs mit dem VMAX VX2 der ersten Generation, sage ich jetzt mal, weil es jetzt ja 3 neue Versionen gibt auf dem Markt. Heute den 26.03.2022. Wir sind jetzt 17 Kilometer gefahren, 17, etwas und haben noch 3 Balken auf der Uhr und schauen wir mal, wie weit es noch geht.
Mal ein kleiner Anstieg. Diesmal ist die Reichweite auf GPS gemessen. Der Wind ist stärker geworden. Wir haben jetzt ordentlich Gegenwind. Also was hört auf der Kamera, aber es ist ordentlich. Na, dann fahren wir mal weiter und ich schalte euch wieder rein, wenn es wieder was Interessantes zu berichten gibt. Später. So, und wir fahren den Berg zum zweiten Mal hoch. Nach 19 Kilometern fahren wir diesen Berg zum zweiten Mal hoch. Wenn wir dran denken, Leute, 120 Kilogramm wiege ich, plus minus Periode. Und er zieht hier mit 20 km/h hoch. Ihr seht, wie schön langgezogen der Berg ist. Das ist ein guter Aufstieg. Jetzt haben wir zwei rote Balken noch übrig. Und jetzt zieht immer noch mit 20 km/h. Wird es immer steiler. Achtzehn GPS, 20 auf dem Tacho vom Scooter. 17 GPS, 18, 19 auf dem Scooter. Und er zieht und zieht. Respekt. Ja, da fangen Fahrradfahrer an zu schnaufen. Und ich lächle da ganz müde. So ist das hier. Der Power als weiter. Mit schon über 20 Kilometern. Mit zwei roten Balken. So. Ich will mal nach unten. Ihr seht auf dem Display, ihr seht nichts. Also die grüne Anzeige ist weg. Es sind jetzt zwei rote Balken da. Die roten Balken sind genauso beschissen zu sehen wie das S für Sportmode. Kaum, und das bei leichter Sonne, also bei leichtem sonnigen Wetter. Und diesen Berg fahren wir auch zum zweiten Mal jetzt. Mit nur noch zwei roten Balken. Nach 23 Kilometern Fahrstrecke. Mit auf und ab. Wir sind auch wieder auf 150 Höhenmetern von ehemals 100 wieder. Also wir steigen die ganze Zeit immer so ein bisschen auf. Also wir haben jetzt Viertel vor fünf. Die Sonne geht langsam unter, wird langsam schwächer. Die Hundebesitzer mit den freilaufenden Hunden. Ja, solange die Hunde brav sind und einen nicht anfallen.
So, berg runter, 36 Tacho, 35 GPS, ungebremst. Auf der anderen Seite wieder hoch. Immer noch zwei rote Balken und 24 Kilometer, fast 25 Kilometer gefahren. Ich sag mal, bei diesen Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, bei Sonnenwetter, also Sonnenschein, so, jetzt tatsächlich Ende. Er blinkt, letzte Balken blinkt und er vermindert auch die Geschwindigkeit und die Power. Und das nach 29, also nach 30 Kilometern kann man sagen. Ich hätte heute mit mehr gerechnet. Mehr ist anscheinend heute nicht drin. Ich habe auch schon ein paar Berge abverlangt. Distance 28,0 Kilometers. Average. Ja Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und nicht vergessen, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ja, macht die Glocke an, da verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sage ich hier schon mal bis bald, euer Erklärer.